Sehr gern. Wird ein knallhartes Unternehmen plötzlich weich? Zum ersten Mal unterstützt Amazon ganz ausdrücklich Betriebsratswahlen, und zwar im Warenlager in Dortmund. Wir haben das in dieser Woche ja schon kurz gemeldet. Das Warenlager, das wurde erst vor einem halben Jahr eröffnet, und jetzt will Amazon, dass die Mitarbeiter im Betrieb was zu sagen haben. Also das kommt der Gewerkschaft Verdi irgendwie merkwürdig vor. Wir haben nachgefragt, was dahinter steckt. Lars Krause ist der Chef des Dortmunder Amazon-Lagers. In diesen Tagen ist er in einer besonderen Mission unterwegs. Als Arbeitgeber hilft er seinen Mitarbeitern dabei, einen Betriebsrat zu wählen. Denn ein solches Mitbestimmungsgremium haben die 1600 Beschäftigten noch nicht. Ich habe mich gefreut, als die Kollegen auf mich zugekommen sind und mir dann letztendlich auch das Schreiben überreicht haben, dass sie das gerne tun wollen. Und seitdem haben wir ihnen natürlich Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt, alles das, wonach sie gefragt haben. Und wir haben ihnen auch die Möglichkeit gegeben, sich natürlich schulen zu lassen, alles das, wofür wir als Unternehmen verpflichtet sind. Die Initiatoren der Wahl legen Wert auf die Feststellung, dass sie nicht von Amazon beeinflusst wurden. Vor der Kamera äußern wollen sie sich nicht. Das Unternehmen betont, es sei an unabhängigen Betriebsräten interessiert. Wir haben erfahren, dass es eine gute Kooperation ist, die letztendlich all unseren Mitarbeitern und uns als Unternehmen auch zugutekommt. Und deswegen wollen wir auch hier, so wie an den anderen Standorten, natürlich kooperativ und einvernehmlich mit dem Betriebsrat zusammenarbeiten. Amazon, ein Unternehmen, das für Leistungsdruck und strenge Kontrollen seiner Mitarbeiter bekannt ist. Das seit Jahren einen Tarifvertrag ablehnt. Ausgerechnet Amazon fördert die Mitsprache der Belegschaft? Die Gewerkschaft Verdi hat Erfahrung mit Amazon und ist skeptisch. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass es häufig Konflikte gibt, große Konflikte zwischen Arbeitgeber, Amazon und Betriebsräten. Wenn Amazon jetzt dermaßen nach vorne geht und große Plakate draußen aushängt, wir machen Betriebsratswahlen, das irritiert schon. Was dahinter steckt, wir wissen es nicht genau. Am Amazon-Standort Werne gibt es seit 5 Jahren einen Betriebsrat. Der habe viel für die Beschäftigten erreicht, sagt Verdi, manchmal auch im Streit. Etwa, wenn es um Arbeits- und Pausenzeiten ging oder um Neuanstellungen. Die können Betriebsräte nämlich verhindern. Sie haben viele Mitspracherechte, sie müssen aber auch gut informiert sein. Wenn ich dann Betriebsräte habe, die ihre Aufgabe nicht ganz klar definiert wissen, dann ist es für Beschäftigte, kann es sehr, sehr unangenehm werden. In Werne haben wir das Glück, dass wir einen Betriebsrat haben, der Rückgrat hat, der auch in den Konflikt geht mit dem Arbeitgeber und der das Größtmögliche für die Beschäftigten versucht auch rauszuholen. Durch den Einfluss der Betriebsräte ist in Werne mehr als die Hälfte der Belegschaft mittlerweile unbefristet angestellt. In Dortmund sind es nur 10%. Viel Arbeit für den kommenden Betriebsrat.